Lea, Schätzchen, ich will noch mal kurz in die Stadt fahren. Ich will für Papas Geburtstag was kaufen. Bleibst du alleine mit Louis? Oh, alleine? Gar kein Problem. Ich spiele hier, Mama. Ich spiele mit dem Prinzessinnenschloss. Alles klar, wenn irgendwas ist, habe ich auch mein Handy dabei. Und du weißt ja, Louis ist direkt nebenan. Gar kein Problem, Mama. Ich kann schon ganz alleine bleiben. Ja, das weiß ich ja. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Louis? Ja, Mama, was gibt's denn? Louis, ich wollte mal gerade in die Stadt fahren und noch was für Papas Geburtstag besorgen. Du weißt ja, er hat morgen Geburtstag. Und Lea ist nebenan und spielt. Wenn irgendwas ist, pass bitte auf sie auf. Ja, okay, kein Problem. Ich habe sowieso nichts zu tun. Ich kann das machen. So, alles klar. Die Kinder wissen Bescheid. Dann geht's jetzt direkt los in die Stadt. Ich muss mich beeilen, bevor Papa von der Arbeit kommt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich bin eine Prinzessin. Oh, Moment mal gerade. Was hat Mama da eben gesagt? Hm? Die hat gesagt, Papas Geburtstag. Hat Papa etwa Geburtstag? Louis, hat Mama das auch zu dir gesagt? Hat Papa etwa Geburtstag? Ja, Papa hat morgen Geburtstag. Das ist ja schon lange. Oh Mann, wie aufregend. Ich wusste das nicht. Papa hat Geburtstag? Oh, wie cool. Lea, das ist doch ganz normal. Jeder Mensch hat Geburtstag. Einmal im Jahr hat jeder mal Geburtstag. Oh, ich habe noch gar kein Geschenk für Papa. Ich will mit in die Stadt. Mama, halt, warte, ich komm mit. Mama, Mama, ich muss auch für Papa ein Geschenk kaufen von meinem Taschengeld. Oh, Mama ist schon weg. Mist, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt kein Geschenk für Papa. Papa wird ganz traurig sein. Oh, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Soll ich vielleicht wieder alles anmalen? Oh, ich glaube, das finden Mama und Papa immer nicht so gut. Nee, das mache ich lieber nicht. Oh, wie blöd. Ich will Papa was schenken. Der ist bestimmt ganz traurig, wenn ich kein Geschenk für ihn habe. Und ich möchte ihm noch eine Freude machen, weil er so ein toller Papa ist. Oh, ich habe so Durst. Erstmal zum Kühlschrank und was trinken. Ich hoffe, wir haben noch was Leckeres da. Lea, was machst du denn da? Wieso sitzt du da so auf dem Boden? Oh, Louis, wir haben ein Problem. Papa hat Geburtstag und wir haben kein Geschenk für ihn. Ach so, und deshalb sitzt er auf dem Boden rum. Ja, weißt du was? Wir können uns auch was einfallen lassen. Dann wird sich Papa bestimmt freuen, wenn wir irgendwas Cooles für ihn machen. Oh ja, wir müssen irgendwas für ihn basteln. Oder vielleicht... Ja, ich habe eine Idee, Louis. Wir machen einen Kuchen für Papa. Einen riesengroßen Geburtstagskuchen. Das wird lecker. Das ist voll die coole Idee, Lea. Aber ich frage mich, wie macht man eigentlich so einen Kuchen? Ich habe noch nie einen Kuchen gebacken und eigentlich macht das ja immer Mama. Aber sie hat noch nie gezeigt, wie das geht. Aber ich habe eine Idee. Ich habe ja oben einen Laptop. Ich weiß, wie ich mir helfen kann. Und zwar, ich google einfach. Wie backt man einen Kuchen? Okay, dann schaue ich mal nach. Tipp, 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 tipp. Okay, hier ein Rezept für einen Kuchen. Okay, Butter, Milch, Zucker. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt alle Zutaten aufgeschrieben. Hier noch ein bisschen Sahne. Ja, Lea, ich habe die Zutaten. Wir können backen. Lea, schau mal, ich habe hier die Zutaten und das Rezept. Also, wir müssen jetzt nur noch schauen, ob wir alles da haben. Oh ja, Louis, super. Und dann backen wir einen Kuchen. Das wird toll. So, ich gehe mal direkt zum Kühlschrank und schaue, ob wir alles da haben. Ja, schau mal. Haben wir alles? Also 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 6 mittelgroße Eier, 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und 250 Milliliter Milch. Das haben wir auch da. Ja super, das ist alles, was wir brauchen. Lea, wir können direkt loslegen. Oh ja, perfekt. Oh, ich freue mich schon so. Wir brauchen eine riesengroße Schüssel, wo wir alles zusammenrühren. Okay, Lea, als erstes müssen wir Butter, Zucker und den Vanillezucker zusammenrühren. Und das müssen wir jetzt so lange rühren, bis alles schön schaumig wird. Ich glaube, ungefähr so. Oh, und was kommt als nächstes dazu? So, jetzt sind alle Zutaten drin. Und jetzt muss er nur noch 50 Minuten backen. Oh, wir müssen vorsichtig sein. Der darf auf keinen Fall anbrennen. Der muss richtig schön werden für Papa. Hallo, Kinder. Ich bin wieder da. Nach was riecht es denn hier? Und wie sieht's hier denn aus? Oh nein, Mama ist da. Wir wollten noch fertig werden, bevor sie nach Hause kommt. Was ist das denn hier alles? Hier sieht's ja aus wie in einer Backstube. Ja, Mama. Louis und ich haben gebacken für Papas Geburtstag. Einen Kuchen. Oh, das riecht ja toll. Und Mann, der sieht ja super aus. So gut kann ich ja noch nicht mal backen. Also wirklich, ich bin stolz auf euch. Das habt ihr super gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr beiden schon ganz alleine backen könnt. Ja, Mama, aber das haben wir auch nur geschafft,
weil Lea und ich das zusammen gemacht haben. Zusammen sind wir ein super Team. Ja, aber es war meine Idee, weil ich wollte Papa gerne überraschen. Also, ich finde das wirklich richtig toll und so wie das aussieht und wie es hier duftet, wird das ein richtig leckerer Kuchen. Dann brauche ich gar keinen Kuchen mehr backen für morgen. Das wird richtig schön. So, ich mache noch auf Papas Kuchen die Kerze. Der Kuchen ist wirklich perfekt geworden. Und Mama hat uns noch geholfen, den mit Sahne zu dekorieren. Und ich habe hier noch ein Geschenk für Papa. Das ist eine Karte mit einem Gutschein. Wir wollen ihn ins Kino einladen. Wir gehen alle zusammen ins Kino. Und ich habe noch einen Luftballon gefunden. Den habe ich für Papa extra aufgepustet. Und wir haben echt tolle Geschenke. Papa wird sich bestimmt mega freuen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Papa. Oh, und ich meine, hört ihr das auch? Ich glaube, da kommt jemand die Treppe runter. Lalala, ah, ich habe super Laune. Ich habe ja heute Geburtstag, aber eins muss ich sagen, Ihnen wird mir noch keiner gratuliert. Ich glaube, die haben meinen Geburtstag vergessen. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie toll. Ihr habt meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Und wie schön ist das alles. Das ist ja ein sehr leckerer Kuchen. Ja, Papa, diesen Kuchen haben Louis und ich für dich gebacken. Ja, also, das waren wirklich die beiden. Manuel, Lea und Louis haben zum allerersten Mal gebacken und es ist, glaube ich, richtig lecker geworden. Oh, das ist aber schön. So eine tolle Überraschung und so ein super Geschenk an meinen Geburtstag und das von meinen Kindern. Oh, ich bin super stolz auf euch beiden. Ach, Manuel, du hast das wirklich verdient. Kommt her, lasst euch alle mal drücken. Oh, vielen Dank, Louis. Papi, das war übrigens meine Idee. Ich wollte für dich backen. Ach, danke, kleine Lea. So lieb von dir. Alles Gute. Zum Geburtstag, lieber Manuel. Vielen lieben Dank, Sonja. Lass dich drücken. So, und jetzt habe ich auch noch eine kleine Überraschung hier für dich. Was? Ein Gutschein fürs Kino? Und das mit der ganzen Familie? Oh, das ist echt der beste Geburtstag, den ich seit langem hatte. Und wisst ihr was? Der Kuchen sieht so lecker aus, den werde ich jetzt erstmal frühstücken. Manuel, willst du nicht lieber ein Brot frühstücken und wir essen heute Nachmittag den Kuchen? Wir wollen auch Kuchen! Ja, Kuchen zum Frühstück. Super Geburtstag! Hey Leute, halt, stopp! Wollt ihr noch mehr von uns sehen oder hören? Dann hört doch unsere Hörspiele. Die findet ihr auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Gebt doch einfach Familie Vogel oder Spiel mit mir ein. Dann findet ihr alles. Viel Spaß beim Hören!